mal die Plätze gefunden haben, glaube ich, können wir losstarten. Herzlich willkommen zum ersten Talk nach der Mittagspause. Ich hoffe, es sind alle noch halbwegs wach und noch nicht ganz im Supermarkt. Schauen wir mal, wie sehr ich euch unterhalten kann. Thema soll sein Volltextsuche und was wir damit machen können. Ich arbeite für Elastic, die Firma hinter Elasticsearch, eben einem der großen Suchanbieter oder Produkte, die wir so haben. Ich bin allerdings im Infrastructure-Team, also ich mache mehr so internes Tooling, diverse Trainings und ich sage immer, dass in der Mitte ist eine Unix-Pipe. Ich pipe das in Developer-Writing-Class hier. Also ich bin sehr viel auf Konferenzen unterwegs, um dann zu erzählen, was wir dann alles so treiben und was es für Neuerungen gibt und was man überhaupt mit Suche machen kann. Wie man bei mir schon hört, ich bin nicht aus Deutschland, ich bin aus Österreich. Falls ich irgendwelche ganz eigenartigen Begriffe verwende, bitte schreien. Dann werde ich versuchen nachzudenken, wie das in Deutschland heißt. Wer weiß, was es heißt, wenn ich sage Beistrich? Komma. Komma, genau. Aber ich werde mich bemühen, um die Verwirrung nicht zu groß zu machen, Komma zu sagen, falls es nötig ist. Schauen wir mal. Ansonsten bitte schreien und mich stoppen. Wer verwendet Datenbanken allgemein? Was? Ja, so was ich erwarte, das ist auch mehr oder weniger, was ich voraussetze. Wer verwendet schon Suche, also Volltextsuche? Das sind doch ziemlich viele. Wer verwendet schon Elasticsearch? Sehr gut, das ist fast ein 100% Overlap. Wer verwendet was anderes? Das sind nicht mehr so viele. Was verwenden wir? Solr? Irgendwas anderes noch? Nein? Okay. Passt. Damit kommen wir auch gut zurecht. Im Endeffekt, die Features, um die es heute gehen soll, sind ohne die sind Lucene, die stecken in Solr und Elasticsearch drinnen, deshalb werden sich alle, glaube ich, mehr oder weniger zurechtfinden. Das ist die erste Slide, mit der ich immer den Unterschied zwischen Datenbanken und Suche mehr oder weniger veranschauliche. Also die linke Seite ist mehr oder weniger die Datenbank. Das ist sehr schwarz und weiß. Also ich habe irgendwelche Daten gespeichert und ich möchte die dann nachher wieder genauso bekommen, wie ich sie gespeichert habe. Und das ist immer eben ein Treffer oder das ist kein Treffer. Ja, ich kann eine Like-Suche machen, aber die ist normalerweise nicht sehr performant und die ist dann auch im Feature-Umfang ziemlich eingeschränkt. Während Volltext-Suche ist dann mehr diese Graustufen. Da habe ich dann, es geht mir da gar nicht darum, dass ich jetzt einen genauen Treffer habe, ob etwas Singular oder Plural ist oder ob ein Verb in irgendeiner gewissen Flexion ist oder nicht. Es geht mir mehr oder weniger um das Konzept, das ich suchen möchte. Das heißt, es gibt mehr diese Stufen von Grau und auch dieses Qualitätsattribut, das ist auch diese Stufen von Grau und nicht nur Treffer, kein Treffer. Und das ist genau das, was ich mit Volltextsuche versuche abzubilden. Um jetzt das Ganze kurz zu veranschaulichen, wir haben da eine Applikation, wo man einfach Volltextsuche mal machen kann. Leider könnt ihr die URL nicht verwenden, das ist passwortgeschützt, weil wir haben so die Applikation geschrieben, aber die Daten sind, glaube ich, von Zalando und wir dürfen die irgendwie nicht so zur Verwendung hergeben. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwas suchen und ich sage, ich suche White Shirt. Und dann kommen, je nachdem wie gut das Internet ist, diverse Ergebnisse zurück. Wie gut sind meine Suchergebnisse hier gefühlt? Für White Shirt. Eher mäßig. Das Problem ist, Volltextsuche ist ein bisschen ein komplizierteres Problem als so einfach nur eben diese Weiß-Schwarz-Treffer, sondern es geht ja auch immer sehr stark darum, was habe ich für Daten und was erwartet auch der User, was er damit sozusagen hinter seiner Suche findet. Und man kann das Ganze natürlich auf technischer Ebene recht gut feintunen noch. Das wollen wir jetzt hier gleich machen, also da das, wir haben jetzt diese Tools hier, wo ich dann gewisse Parameter meiner Query sozusagen beeinflussen kann. Aktuell habe ich zum Beispiel nur das beste Feld verwendet und alle anderen Felder bei meiner Suche ignoriert. Und in dem besten Feld kam hier offensichtlich irgendwie Shirt vor und das Red ist jetzt da nicht so wichtig gewesen. Oder es war irgendwie dieser Kragen, der da innen weiß ist, ist irgendwo vorgekommen und er hat gedacht, das ist das. Wenn ich dann sage zum Beispiel, ich möchte quer überall meine Felder suchen, dann wird das Suchergebnis bereits wieder wesentlich besser werden. Dann sehe ich hier diverse Produkte und dann sehe ich schon, aber da habe ich jetzt hier ein Namenhemd dabei. Das ist möglicherweise, wenn ich jetzt für mich suche und ich bin jetzt hier auch eingeloggt, da ist Philipp, ist das möglicherweise auch nicht unbedingt, was ich machen möchte. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte das jetzt aufs Geschlecht einschränken, das ist, irgendwo habe ich einen Gender Bias, den ich jetzt hochsetzen kann. Und wenn ich das jetzt anwende, dann wird das Ganze wieder nur auf die Herren Produkte einschränken. Also Suche ist an sich ein recht breites Feld und man muss dann vor allem auch wissen, was werden die Leute suchen und was erwarten sie, was passieren wird. Und während ich euch jetzt nicht zeigen kann, wie sozusagen euer Domänenwissen da dahinter funktioniert, das müsst ihr selber herausfinden, einerseits was ihr für Daten habt, aber auch wie ihr mit denen umgeht, wollen wir uns jetzt nur die technischen Sachen anschauen. Also dann springen wir mal zurück zur Technik sozusagen. So, wenn ich Daten speichere, muss ich mehr machen als bei einer Datenbank. Bei einer Datenbank nehme ich ja mehr oder weniger meine Daten und speichere sie mal genauso ab, wie ich sie hatte und versuche sie nachher dann möglichst effizient wieder abzurufen.
Bei Volltextsuche muss ich ein paar zusätzliche Dinge machen. Generell, das Ganze baut eben auf Apache Lucene auf, das macht uns auch die harte Arbeit sozusagen dieser Suche. Also alle Suchkonzepte, die wir jetzt hier behandeln, gelten auch für alles, was Apache Lucene im Hintergrund verwendet. Das ist zum Beispiel Elasticsearch, aber auch Solr oder andere Produkte. Was ist jetzt überhaupt Elasticsearch dann noch rundherum um Lucene? Also die Query-DSL, die ich verwende und die REST-API, mit der ich rede und die Verteilung und Replikation der Daten, das ist alles Elasticsearch. Aber wie ich die Daten sozusagen auf die Disk speichere und welche Features ich dann vom Suchumfang her verwenden kann, das ist Lucene. Und da steckt auch keine weitere Datenbank mehr oder so dahinter. Lucene ist das, was direkt auf die Disk schreibt. Weil manchmal kommt die Frage auf, was ist jetzt die Datenbank dahinter? Lucene ist sozusagen das System, was schon alles schreibt. Das Ganze kann man natürlich in der Cloud laufen lassen. Also wer meine Demo nachher ausprobieren möchte, wir haben das Ganze als Cloud-Angebot, wo man sich mit einer Trial-Version anmelden kann. Und ich habe irgendwann gehört, man muss mittlerweile in jedem Talk Docker verwenden. Das hätten wir damit erledigt. Allerdings ist das, glaube ich, das richtige Docker-Logo. Wir sind alle der kleine Nemo-Fisch und der große Docker wird uns irgendwann auffressen. Um das Ganze dann laufen zu lassen, also das ist dann die Demo, mit der wir dann arbeiten werden. Also im Endeffekt habe ich dann Elasticsearch, gerade den Release-Candidate 1 von der 6.0er-Version, die hoffentlich heuer noch herauskommt. Und dann setze ich noch Kibana drauf, um angenehmer damit zu interagieren, weil man könnte das alles per Curl machen, aber dann sind die Befehle relativ lang und ich muss immer den Servernamen und den Port etc. angeben, und wenn ich das über Kibana mache, wie wir gleich sehen werden, dann habe ich Syntax-Highlighting, Auto-Completion, und das ist ein bisschen netter damit zu interagieren. So, wir wollen mit einem Zitat beginnen. Wer kennt Star Wars gut? Was ist das englische Zitat hier in Star Wars? Ja, these are not the droids you're looking for. Das soll jetzt unser Beispielsatz sein, mit dem wir uns mal anschauen wollen, was jetzt der Unterschied zwischen einer Datenbank ist und was Volltextsuche macht. Das heißt, das wäre zum Beispiel der Beispielsatz. These are not the droids you're looking for. Ich habe jetzt noch ein L-Emphasis da hineingepackt, um ein bisschen ein vollständiges Beispiel zu haben. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie das Ganze dann bearbeitet und gespeichert wird. Also das Erste, was man normalerweise macht, ist, man schmeißt jegliche Formatierung weg. Weil niemand wird nach diesem EM-Tag suchen. Also niemand sucht nach sowas. Niemand wird nach Bold oder was auch immer suchen. Das heißt, die Information kann man einfach hinausschmeißen. Sie ist da schon weg, wir haben einfach den Satz, den wir vorher hatten. Das Nächste, was wir machen wollen, ist, wir tokenisen. Und tokenisen ist in westlichen Sprachen relativ einfach. Im Endeffekt, an Abständen und Satzzeichen werden einfach die Token oder Worte dann aufgebrochen. Im Japanischen und Chinesischen zum Beispiel ist das schon ein wesentlich komplizierteres Problem, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen und ich kenne diese Sprache auch nicht daher. Könnte ich da jetzt nicht so gut drüber reden. Aber wir sehen, ich habe jetzt ein bisschen mehr Abstand zwischen den Worten gemacht, also jedes von den Worten ist jetzt ein Token, Satzzeichen sind verschwunden, das sind jetzt die Tokens, auf denen wir weiterarbeiten wollen. Das nächste, was wir dann machen, ist, wir lowercasen das Ganze. Da Upper- und Lowercase bei der normalen Suche keinen großen Unterschied macht, machen wir einfach alles auf Lowercase, dann müssen wir nachher keinen Unterschied mehr machen und nach beiden Varianten suchen. Weil da es ja unterschiedliche UTF-8 oder ASCII-Characters sind, müsste man dann immer nach allen suchen. Damit man das nachher nicht machen muss, es wird einfach alles gelowercased und zugespeichert. Das nächste ist dann, dass wir die sogenannten Stopwords hinauswerfen. Also von these are not the droids you're looking for, die Nicht-Stopwords, die überbleiben, sind droids you looking. Alles andere sind Stopwords. Stopwords sind einfach sehr häufige Begriffe, die in mehr oder weniger jedem Dokument vorkommen. Und ich deshalb hinauswerfe, weil die würden nur meinen Suchindex unnötig groß machen und sie haben sehr wenig Informationsgehalt, da sie ohne dies überall mehr oder weniger vorkommen. Die Stopwordlist ist, die standard englische Stopwordlist ist relativ kurz, das sind irgendwas so 33 oder 35 Worte nur. In dem Satz kommen sehr viele vor, also da bleiben dann nur noch unsere drei Tokens über. Das nächste, was wir dann machen, ist dann das Stemming machen. Das Stemming ist mehr oder weniger, schneiden die Wortendung ab, weil es geht mir sozusagen nur um diesen Wortstamm oder das Konzept. Und die unterschiedlichen Variationen, die ich haben kann, die interessieren mich dann eigentlich nicht. Also aus droids you looking wird dann droid you look. Sozusagen die Basisform mehr oder weniger wird da herausgestemmt. Das funktioniert im Englischen sehr gut, das ist auch im Deutschen relativ simpel. In anderen Sprachen, wo die Flexionen wesentlich stärker sind, ist das deutlich schwieriger. Also zum Beispiel wird mir jedes Mal erklärt, dass in Russisch, dass das überhaupt nicht gut funktioniert oder dass das wesentlich komplexer ist, weil da die Flexionen einfach wesentlich stärker sind. Aber wenn man eine einfache Sprache unter Anführungszeichen hat, funktioniert Suche relativ gut. Wir können das Ganze praktisch ausprobieren. Es gibt diesen _analyze_endpoint, also wer es noch nie gesehen hat, das ist Kibana. Damit können wir einfach irgendwelche Queries machen und statt jetzt hier den Servernamen und den Port anzugeben, kann ich sagen einfach get/ und dann zeigt er mir anderen zum Beispiel, welche Version wir haben.
Und hier, das wäre jetzt das einfachste Beispiel, das wir jetzt schon mehr oder weniger besprochen haben. Ich sage einfach, ich werfe das Ganze gegen underscore analyze. Das heißt, der nimmt dann diesen Satz einfach, analysiert ihn mit dem englischen Analyzer und gibt mir dann zurück, was er speichern würde. Das speichert jetzt tatsächlich gar nicht, sondern er zeigt mir nur, was er machen würde im Hintergrund. Und wenn ich das dann mache, sagt er eben genau diese drei Tokens, die ich vorher hergezeigt habe, draw a new look, hat er jetzt extrahiert und er hat noch ein paar zusätzliche Informationen. Er hat ein Start-Offset und ein End-Offset. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn ich mir den Treffer in einem längeren Text highlighten lassen möchte. Also ich möchte dann irgendwie sagen, da war dein Treffer. Und er muss das dann nicht mehr groß irgendwie suchen im Nachhinein, sondern da er das ja schon extrahiert hat, kann er dann einfach sagen, okay, du hast nach Droid gesucht, ich markiere einfach von Character 18 bis 24 markiere ich etwas. Das ist alphanumerisch, das sind so ziemlich alle Zeichen in den westlichen Sprachen. Und außer man hat dann ein Synonym, zu den Synonymen kommen wir später, und wir haben eine Position. Die Position beginnt im Satz einfach bei 0 zu zählen und gibt dann jedem Token 0, 1, 2, 3 etc. die Position. Die ersten 0, 1, 2, 3 waren Stopwords, das heißt, die sind hinausgeflogen und wir haben jetzt nur noch die Positionen 4, 5 und 7. Die Positionen sind vor allem dann sinnvoll oder notwendig, wenn ich nach einer Phrase suche. Also wenn ich dann zum Beispiel nach der Phrase suchen würde, Droid You, was eine nicht so tolle Phrase ist, aber angenommen, man sucht nach Droid You, dann würde er einfach sicherstellen, dass beide Tokens vorkommen in einem Text und dann sagt er, Droid muss vorkommen und You muss dann einfach diese Position plus 1 vom anderen Token sein. Und so lässt sich anschließend sehr leicht eine Synonymsuche implementieren. Man kann das Ganze dann noch leicht aufbauen, jetzt eben, dass man alle Schritte explizit definiert, wo ich sage, okay, ich verwende den Standard Tokenizer, ich möchte die HTML-Tags hinauswerfen, ich lowercase, ich verwende die Stopwords und ich verwende diesen Standard Snowball Stammer. Wenn ich das da einfach durchlaufen lasse, bekomme ich genau zu demselben Ergebnis. Der Vollständigkeit halber, wir haben dann die Stopwords im Englischen. Also es ist nicht irgendwie ganz versteckt, das kann man. Es ist recht tief im Source Code von Lucene versteckt, das wäre die URL dazu, und das sind genau die Stopwords. Also nur diese Worte sind Stopwords, die werden standardmäßig hinausgeworfen. Man könnte diese Stopword-List jetzt entweder ganz deaktivieren, also wenn man die Phase Stopwords einfach nicht laufen lässt, man könnte aber auch eigene hinzufügen oder eine andere Stopword-List verwenden. Also das kann man anpassen, wenn man sagt, für meinen konkreten Anwendungsfall sind andere Stopwords notwendig oder hilfreich. Aber das wäre das Standard, den man so bekommt. So, jetzt können wir das Ganze auf Deutsch auch noch machen. Das sind nicht die Droiden, nach denen du suchst. Wenn ich mit dem German Analyzer, was wird mir überbleiben? Vorschläge? Ja, wenn wir das laufen lassen. Droid, den Such. Also, Droiden wird zu Droid, denen zu den und suchst zu Such. Da haben wir dann Stopwords entfernt, gestemmt und das ist genau, was noch überbleibt. Was wird passieren, wenn ich das Ganze mit dem englischen Analyzer probiere? Es wird mehr oder weniger das Original bleiben, weil die Regeln ja einfach nicht stimmen. Das Einzige ist, dass im Englischen das S am Ende ist immer Plural und das kann man einfach wegschmeißen. Deshalb wird das zu da, aber alle anderen Regeln treffen sozusagen nicht zu und es bleiben einfach dann die Original-Tokens über. Also man muss schon wissen, welche Sprache man verwendet, ansonsten funktioniert das einfach nicht so gut. Das sind dann noch zwei spezielle Dinge, die im Deutschen oder relevant sind, beziehungsweise, das sollte man auch nicht vergessen, sollte man immer Stopwords verwenden? Da ist die Antwort, nein, sollte man nicht. Es gibt nämlich gewisse Phrasen, die dadurch überhaupt nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel, wenn man diesen schönen Satz hat, to be or not to be, da bleibt dann einfach gar nichts mehr über. Also es sind Stopwords, sind natürlich wieder ein gewisser Vorsicht zu genießen, je nachdem, welchen Anwendungsfall man denn so hat. Wer die Liste an deutschen Stopwords sehen möchte, die ist etwas länger. Sie ist auch dokumentiert, damit auch englischsprachige Menschen sie verstehen. Sie ist auch ziemlich gut versteckt im Lucene Source Code, aber unter der URL könnte man dann die gesamte Liste finden und dann sehen, warum gewisse Worte entfernt werden oder nicht entfernt werden. Slides kommen nachher online, also wer das nachher nachschauen möchte, kann das dann sehr leicht sehen. Eine andere dumme Eigenschaft von Deutsch ist, dass wir Nomen, die nacheinander stehen, immer in ein langes Nomen kombinieren. Was jetzt für Suche nicht ideal ist, weil da es kein Wörterbuch dahinter gibt, weiß die Suche einfach nicht, was jetzt ein Wort ist und wo es sozusagen das aufbrechen sollte. Da gibt es dann verschiedene Ansätze, was man machen kann. Ein interessantes Plugin, das ich letztens gesehen habe, war der Decompounder. Der versucht mehr oder weniger nach der Silbenabtrennungsregel mehr oder weniger alle Silben aus einem langen Wort herauszulösen.
schaut dann, weiß, welche Silben mehr oder weniger häufig zusammen sind, nimmt das dann als ein Wort und versucht das dann zu stemmen, um einfach diese Nomen aufzubrechen. Also das ist ein interessanter Ansatz dazu. Ist aber nicht die einzige Lösung. Das andere, was dann noch interessant sein könnte, ist, wenn ich nicht weiß, welche Sprache ich denn verwende, kann das Elasticsearch standardmäßig nicht selber herausfinden, aber es gibt ein Plugin von meinem Münchner Kollegen Alex, der hat da so ein Language Detection gemacht, da kann man dann einen String dagegen werfen, das versucht die Sprache zu erkennen und kann dann den richtigen Analyzer dann darüber laufen lassen. Damit man nicht das Problem hat, dass man den falschen Analyzer auf die Sprache wirft. Generell, das ist die Liste an supporteten Sprachen. Es sind so sehr viele wichtige, ich glaube in 5.1 ist noch Ukrainisch dazugekommen, die Sprachen, über die ich immer wieder, oder an die ich immer wieder stoße, die nicht unterstützt sind, sind glaube ich Slowenisch und Slowakisch, aber es sind einfach relativ kleine Länder. Wir wollen sie irgendwann hinzufügen, aber es hat noch keiner richtig Zeit gehabt. Aber ich nehme an, für die meisten Anwendungsfälle wird das ausreichen. Für manche komplizierten Sprachen, so wie Polnisch oder Japanisch, gibt es dann eigene Plugins, die man noch zusätzlich hinzufügen kann, einfach weil sonst die Standard-Download-Größe und der Memory-Verbrauch von Elasticsearch recht groß wäre. Und die kann man dann nur hinzufügen, wenn man genau diese Sprachen eben braucht. Also es gibt dann noch ein paar Extensions dazu auch, aber das ist was im Core drin ist. Und es gibt dann sprachspezifische Regeln. Also im Englischen hat man ja diesen Apostroph S für is, has oder das Possessiv. Das wird normalerweise einfach weggeworfen. Im Französischen hat man zum Beispiel einen Artikel am Anfang, das wird dort auch weggeworfen. Man sieht, in dem Fall wird der Akzent auch weggeschmissen. Es gibt aber andere französische Beispiele, wie der Akzent irgendwie bestehen bleibt, weil er ist relevant. Aber das ist mehr ein linguistisches Problem. Im Deutschen werden die Pünktchen von Umlauten einfach weggeschmissen und scharfes S wird wie in der Schweiz einfach überall Doppel-S. Also da wird das so flach geklopft und das ist was überbleibt, wenn man das im Deutschen macht. Einfach um das ein bisschen zu normalisieren. So, angenommen wir haben diesen Satz. Obi-Wan never told you what happened to your father. Was bleibt über? Obi-Wan Vater. Okay, wie viele Tokens werden Obi-Wan sein? Ja, genau, weil beim Standard-Tokenizer, das kann man, aber es kommt auf den Tokenizer an. Beim Standard-Tokenizer ist ein Bindestrich, wenn einfach zwei Tokens. Obi-Wan never told you what happened to your father. Und da sieht man, da kommen jetzt weniger Stopwords vor, das heißt, hier bleibt deutlich mehr von diesem Satz über. Was bleibt hier über? No, I am your father. I am your father. Und das, was hier jetzt auch stark auffällt, ist, das ist kein Natural Language Processing. Also der versteht deinen Satz nicht. Der weiß nicht, ob das jetzt der Vater ist oder nicht der Vater ist, weil das No ist ein Stopword. Volltextsuche ist an sich relativ dumm. Also die versteht keinen Satz, die weiß nicht, wie etwas gemeint ist. Das passiert einfach auf Tokens. Das macht das Ganze aber auch sehr schnell und gut skalierbar. Aber es macht jetzt kein Natural Language Processing, dass es wüsste, was eigentlich in einem Text drinnen steht. Das muss man auch immer irgendwie im Hinterkopf behalten. Was dann, wenn man diese drei Sätze analysieren würde, das wäre der sogenannte Inverted Index, das ist die Datenstruktur, auf der das Ganze aufbaut, wo man dann von den Tokens auf die Dokumente wieder zurückkommt, deshalb Inverted. Also da sieht man die ganzen Tokens, die wir extrahiert haben, alphabetisch sortiert, Android, Father, Happen, etc. Und dann habe ich für jedes Dokument, also die ID 1, 2, 3, diese Dokumente, habe ich dann, wie oft kommt der Token vor, großteils einmal eben, und die Position. Und darüber könnte ich dann wissen, wie oft kommen mir eben meine Tokens insgesamt vor und an welcher Position. Und darüber könnte ich dann wieder eine Phrasensuche machen. Und das ist die Datenstruktur, die ich speichere. Und da das Ganze alphabetisch sortiert ist, kann ich so sehr effizient nachher, was auch immer ich suche, wieder finden. Weil im Endeffekt, wonach ich suche, das läuft durch dieselbe Analyse-Pipeline durch. Das heißt, es wird Lowercase, die Stopwords werden entfernt, es werden gestemmt. Und danach kann ich dann einfach auf direkte Treffer in dieser alphabetisch sortierten Liste gehen und so sehr effizient genau finden, welche Dokumente sind jetzt relevant und wo kommen mir meine Treffer danach dann vor. So, Index ist leider ein bisschen ein überladener Begriff. Wir sagen immer, Index ist das, wo wir die Daten hineinspeichern und To-Index ist auch, um Daten zu speichern. Also wir sagen nicht nur speichern oder store oder wie immer, sondern Index, weil eben diese ganze Analyse, damit läuft es noch. Um das jetzt zu machen, erstelle ich mal einen Index, wo ich ein paar Dinge definiere. Haben wir hier das Beispiel. Also das erste, was ich hier definiere, ist, ich definiere mir ein paar Synonyme. Ich sage, Droid ist dasselbe wie Machine und Father ist dasselbe wie Dad. Und dann speichere ich das unter MySynonym-Filter. Es gibt keine standardisierte Synonymliste, weil die einfach so domänenspezifisch ist. Und die müsst ihr einfach entweder finden für euren Anwendungsfall oder selbst bauen.
Also es gibt die Möglichkeit, Synonyme zu hinterlegen, aber wir haben keinerlei Listen, die da automatisch verwendet würden. Die muss man immer selbst erstellen oder finden. Das heißt, wir legen jetzt diese Liste an, dann haben wir unseren Analyzer, der schaut genauso aus wie vorher. Wir verwenden den Standard Tokenizer, HTML, Split, Lowercase, Doppel, Snowball. Ganz am Ende verwenden wir unsere Synonymliste. Und dann sage ich, ich habe ein Feld, das heißt Quote. Und auf das wird dann dieser Analyzer angewendet. Also wenn ich das mache, dann erstelle ich dieses Mapping. Mapping ist mehr oder weniger dasselbe wie ein Schema in einer relationalen Datenbank. Das heißt ja immer, NoSQL hat kein Schema. Bei Elasticsearch ist das definitiv nicht der Fall. Es gibt dieses Dynamic Mapping, dass er das automatisch zu erraten versucht vom ersten Dokument, das wir insertieren. Aber man sollte gerade für Produktion immer so ein Mapping explizit anlegen. Und dann insertiere ich jetzt unsere drei Dokumente hier, also ich markiere die drei und dann insertiere ich die und jetzt hat er die gespeichert und dann könnte ich nachher darauf wieder zugreifen. Also wenn ich das erste jetzt hier einfach über ein Get Star Wars Quotes 1 darauf zugreife, sagt er mir eben, das war genau der Satz, these are not the quotes you're looking for, und dann hat er noch ein bisschen Metainformationen darunter rum, also welcher Index, welcher Typ, die ID, die Version und ob er das Ganze gefunden hat. Ich kann das Ganze jetzt auch wie eine Datenbank verwenden, dass ich einfach sage, underscore source, ich möchte jetzt nur das, was ich original hineingespeichert habe, möchte ich genau so wieder zurückbekommen. Kann ich machen, aber das ist nicht mehr oder weniger das, was Volltextsuche jetzt wirklich ausspielen kann. Also man kann es so verwenden, aber das ist nicht wirklich, wie man die meisten, also am meisten damit erreichen kann. So, was wäre das SQL-Äquivalent zu dieser Query? Genau, Select Stern from Star Wars, ohne große Werbedingung. Und im Endeffekt wird er dann einfach in einer beliebigen Reihenfolge mir meine Dokumente zurückliefern. Also man sieht schon, wir speichern JSON, unsere Abfrage ist JSON und wir bekommen auch wieder JSON zurück. Zum Beispiel haben wir jetzt hier in dem Objekt Hits, haben wir verschiedene Attribute, zum Beispiel sagt er mir, insgesamt haben wir drei Dokumente jetzt zurückbekommen und dann hat man innerhalb von diesem Hits Array, hat man dann die drei Dokumente, die wir hier genau hineingespeichert haben. Aber das ist einfach das Match All. Wenn ich jetzt nach Droid suche, was werde ich zurückbekommen? Not the droids. Ja, these are not the droids you're looking for. Da matcht genau eines und da er das Droids ja, zu Droid hinuntergestemmt hat, ist das einfach ein direkter Match auf Droid und er findet das dann direkt wieder. Was passiert, wenn ich nach Dad suche? Finde ich was, finde ich nichts? I'm your father. Ja, er findet dann sogar zwei. I'm your father, no, and Obi-Wan never told you what happened to your father. Da das Ganze ein Synonym ist, im Endeffekt, so wie ich das jetzt verwende, hat er einfach zur Insert Time, erstellt er sozusagen dort, wo Father steht, er erstellt auch einen Eintrag Dad, der dann genau auf dieses Father sozusagen verweist, auf diesen Eintrag. Das heißt, da braucht man dann keine zweite Query im Hintergrund oder so, das ist einfach ein Insert Time Feature und der dupliziert das im Hintergrund, dass man das verwenden kann. Man kann dann auch nach Phrasen suchen, zum Beispiel I am your father. Und das findet man genau, I am your father. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nur suchen nach I am father, dann würde man nichts finden, weil da fehlt eben etwas in der Phrase. Wenn ich jetzt sage, I am your loving father, findet er auch nichts, weil ich suche ja genau nach dieser Phrase. Wenn man jetzt dann, man kann dann so einen Slop-Faktor einfügen. Da kann ich jetzt wieder suchen nach I am your father, wobei das hat jetzt keinen Sinn. Da kann man zum Beispiel sowas machen. Also das Slop sagt im Endeffekt, es muss alles, wonach ich suche hier, muss vorkommen, aber das Slop sagt mir, dass da noch etwas dazwischen stehen kann. Also das zwischen I am father, das your, ist genau dieser Slop von 1, dass da noch was zusätzlich innerhalb der Phrase stehen kann. Wenn ich den Standard von Slop 0 verwenden würde, würde ich das genau eben nicht finden. So. Wenn ich jetzt suche nach danach, wird mir irgendwas zurückkommen, ja oder nein? Nein, weil das Loving steht ja in meiner Phrase nicht drinnen. Was passiert, wenn ich mache, I am not your father? Kannst du da auch eine Range einschieben, also wenn jetzt Slot 2, musst du dann 2 Worte dazwischen haben? Nein, das bis zu, Slop heißt bis zu x Worte da dazwischen noch in der Phrase. Sorry. Passt. Wenn ich jetzt suche nach I am not your father, bekomme ich aber ein Resultat zurück. Wieso? Weil not done, also sent wird als no und no ist ein Slot-Wert rausgefiltert.
Ja, ich glaube, not steht sogar direkt in der Stopwortliste drinnen. Also genau, das not ist das Stopwort und deshalb fällt das dann da wieder hinaus. Deshalb ist das mit der Phrase natürlich schon ein bisschen trickreich, da muss man schon wissen, welche Stopwords gibt es und wie werden die verwendet, damit man dann weiß, warum welche Phrasen wohl zurückkommen. Resultiert daraus nicht dann, dass ich teilweise Abfragen habe, wo ich quasi als Nutzer, ich kenne das persönlich selbst, wo ich Sachen suche, wo ich genau eben nicht das haben will und Google ist einfach so dämlich und liefert mir genau das. Gibt es da irgendeine, wie mache ich das, dass er quasi erkennt, okay, er will eben genau das Gegenteil und will das Gegenteil eben nicht rausfinden? Also es gibt generell dieses Sentiment, ob das jetzt wieder als positiv oder negativ gemeint ist oder so, das gibt es einfach nicht. Wenn du sagst, das macht für deinen Fall einen Unterschied oder die Benutzer werden das halt mit not zum Beispiel suchen, dann musst du das zum Beispiel einfach von der Stopwortliste ausschließen. Aber dann musst du halt wissen, wonach sie suchen und dann musst du möglicherweise irgendwie gewisse Synonyme haben, dass no, not, don't oder was auch immer, dass das dann synonym verwendet wird als einfach als negatives Stopwort. Aber der weiß ja nicht, wie der Satz gemeint ist. Der arbeitet, also sofort die Suche operiert generell mal auf Tokens, außer du hast die Phrase, dann hat er halt mehrere Tokens. Kombiniert. Das nächste, was man machen kann, ist Fuzziness, wo man dann sagt, ich weiß nicht mehr, wie man Obi-Wan schreibt und ich schreibe dann Obi-Wan so, dann würde ich mal standardmäßig nichts finden, aber mit der Fuzziness kann ich mehr oder weniger sagen, es kann dann eine Änderung geben und das ist einfach eine Lebenszeitdistanz, also da habe ich, das ist ein Edit. Im Endeffekt kann das ein Buchstabe zu viel, zu wenig oder anders sein. Und das ist dann genau das V zu W, das ist genau dieses eine Edit, das ich hier haben kann. Man könnte das Ganze auch auf Auto setzen. Auto ist dann je nachdem, wie lange die Query ist, nach der ich suche, würde dann die Fuzziness einen Wert von 0, 1 oder 2 haben. Also ich glaube, wenn mein Search-Zugbegriff 0 bis 2 Characters hat, ist die Auto-Fuzziness 0. 3 bis 5 Characters habe ich eine Autofuzziness von 1 und mehr als 5 Character hätte ich dann eine Autofuzziness von 2. Was passiert, wenn ich hier nach Obi-Wan suche mit einer Fuzziness von 1? Finde ich was oder finde ich nichts? Ich zeige euch das Ergebnis und ihr sagt mir dann warum. Wieso? Ja, wie auch immer, einfach rausrufen. Genau, es sind dann Obi und Wan sind dann zwei Tokens und die Fuzziness gilt pro Token. Das ist möglicherweise etwas weird, aber das ist, was man dann herausbekommt. Was wir jetzt bis jetzt total ignoriert haben, war dieser Score. Also wir haben ja hier immer diesen Zahlenwert, wo wir einen Score haben und da steht irgendeine obskure Zahl. Das ist ja auch ein zusätzliches Feature. Eine Datenbank hat eben immer Treffer, Nicht-Treffer und Volltextsuche hat immer dieses Qualitätsattribut oder der Score. Wie kommen wir jetzt auf diesen Score? Springen wir mal weiter. Also der Vollständigkeit halber, ihr bekommt das alles in den Slides nachher, alle Beispiele etc. Wir schauen uns mal das Scoring an. Übrigens, man könnte natürlich Fuzziness auch versuchen, in einer relationalen Datenbank nachzubauen. Es wird dann gerade bei längeren Tokens sehr spaßig. Scoring. Wie komme ich jetzt zu diesem Scoring? Die Technologie dahinter ist eigentlich sehr alt. TF-IDF, Term Frequency, Inverse Document Frequency. Trifft immer zu, wenn ich einen Token suche. Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen verbessert worden und der aktuelle Algorithmus heißt BM25. Das steht für Best Match 25. Das ist die 25. Iteration von Best Match. Mal schauen, ob Sie irgendwie einen BM, was auch immer für eine Zahl noch später bekommen werden. Es ist aber vom Ansatz her genau dasselbe. Das ist aber mittlerweile das Standard seit Elasticsearch 5.0. Also das erste, was wir haben, ist Term Frequency. Wenn ich nach einem Begriff suche, so wie Father, dann ist die Annahme, wenn ein Dokument Father dreimal enthält, ist das relevanter, als wenn ein Dokument Father nur einmal enthält. Also wenn mein Suchbegriff öfter in einem Dokument vorkommt, ist es relevanter. Schaut dann so aus. TF-IDF hat angenommen, je öfter der Begriff vorkommt, desto relevanter wird das Ganze. Das heißt, auch wenn das Ganze 20 Mal vorkommt, wird das immer noch wichtiger, als wenn es nur 10 Mal vorkommt. BM25 mittlerweile geht dann davon aus, ob ein Token jetzt 5 oder 10 oder 20 Mal vorkommt, macht wenig Unterschied. Aber da ist diese Kurve wesentlich abgeflachter. Aber es macht einen Unterschied, ob ein Token 1, 2 oder 3 Mal vorkommt, aber irgendwann sollte dann diese Kurve wahrscheinlich abflachen. Das nächste haben wir Inverse Document Frequency. Inverse Document Frequency ist im Endeffekt in meinem Dokumentenkorpus, also quer über alle Dokumente, die ich habe, wie oft kommt ein Begriff insgesamt vor? Und das gibt mir dann die Relevanz vor. Sprich, Begriffe, die sehr häufig vorkommen, haben eine wesentlich geringere Relevanz. Während sehr seltene Begriffe haben eine höhere Relevanz. Sieht dann so aus, insgesamt
habe ich dann über alle meine Dokumente kommenden Begriffe eben 0 bis 1000 Mal gefühlt oder so ungefähr vor. Und wenn ein Begriff einmal oder zweimal vorkommt, ist er sehr relevant. Aber wenn ein Begriff hunderte Male vorkommt, sinkt die Relevanz immer weiter. Und BM25 geht eben davon aus, wenn in dieser einen Spalte, das ist immer dann auch pro Spalte konkret, oder pro Attribut, wenn dann der Begriff sehr oft vorkommt, dann ist die Signifikanz oder die Relevanz davon sehr gering. Das letzte dann, was da noch hineinspielt, ist die Field Length Norm. Die ist auch wieder sehr intuitiv. Im Endeffekt geht es darum, wenn mein Begriff in einem kurzen Feld vorkommt, ist es relevant. Wenn das Feld länger ist, ist die Relevanz jetzt weniger hoch. Ist aber auch irgendwie intuitiv. Wenn ich jetzt einen Blogpost habe und mein Begriff kommt im Titel vor, was kurz ist, der kurz ist, ist das Ganze relevant. Während wenn es im langen Textkörper vorkommt, ist das Ganze etwas weniger relevant. Im Endeffekt nehme ich dann die Anzahl der Tokens, dividiere 1 gebrochen durch die Wurzel davon und das gibt mir dann den Wert davon. Durch. Und ich kann mir das Ganze auch anzeigen lassen. Also wenn ich jetzt hier suchen würde nach Father und dann in der URL habe ich Explain True angehängt, dann würde mir genau sagen, wie er jetzt auf diesen Wert gekommen ist. Und wenn ich dann irgendwann mal mich wundere, warum bist du auf einen konkreten Wert gekommen, könnte ich das so auch mir anzeigen lassen. Aber dann zeigt er dann genau, okay, IDF hat halt den Wert ergeben, die TF-Norm hat das und das ergeben. Das heißt, er erklärt dann ganz genau, wie er das ausgerechnet hat im Hintergrund. Und man sich dann so anzeigen lassen kann, warum kommt er überhaupt auf diesen eigenartigen Wert, den er da hat. So, wenn ich jetzt habe, I am your father und Obi-Wan never told you what happened to your father. Der eine ist ein bisschen relevanter als der andere. Warum? Genau, die Länge. Weil beide enthalten Father einmal, also die Term Frequency ist dieselbe. Die Inverse Document Frequency ist auch gleich, weil es geht ja um den Term Father. Es ist dann nur die Länge, das eine hat ein bisschen mehr Tokens als das andere, aber man sieht, der Unterschied ist relativ gering. Aber so kommt das eben zustande. So, das war jetzt alles immer, wenn ich einen Begriff suche. Wenn ich mehrere Begriffe suche, das ideale Dokument enthält dann natürlich alle Begriffe, nach denen ich suche. Aber wie gewichte ich denn, wenn nur ein paar meiner Suchbegriffe in einem Dokument vorkommen? Welche sind jetzt relevanter als andere? Dafür gibt es, das hat einen sehr schönen Namen, das Vector Space Model. Angenommen, ich suche nach Your Father und die Annahme, die wir jetzt einfach treffen, ist, dass Your kommt in Star Wars sehr häufig vor und hat relativ wenig Relevanz, während Father kommt sehr selten vor, ist aber sehr relevant. Und dann kann ich das Ganze als Vektor aufzeichnen, das schaut dann so aus. Solange wir nur zwei Begriffe haben, sind wir im zweidimensionalen Raum, wenn wir drei Begriffe hätten, wären wir dreidimensional etc. Das heißt, wir bleiben jetzt mal im zweidimensionalen Raum hier. Und dann habe ich sozusagen diesen Vektor zu Your Father. Also ich habe Your, habe ich sozusagen eine Gewichtung von 1 und Father eine Gewichtung von 5. Das ist jetzt ein bisschen zufällig gewählt, aber einfach als zur Veranschaulichung. Und dann nehmen wir an, das ideale Dokument wäre genau Your Father, also das wäre dieser Vektor. Und dann interessiert mich, ist ein Dokument relevanter, wenn es nur Father enthält oder ob es nur Your enthält. Und das gewichte ich, indem ich mir dann den Winkel dieser Vektoren zum optimalen Dokument berechne und je kleiner der Winkel, desto relevanter. Sprich ein Dokument, das nur, also das ideale Dokument würde Your und Father enthalten, das nächst gewichtete dann nur Father und ganz zum Schluss die Dokumente, die nur Your enthalten. Und so könnte ich dann verschiedene Begriffe gegeneinander gewichten. Zusätzlich gibt es einen Coordination Factor und der Coordination Factor belohnt sozusagen Dokumente, die möglichst viele Begriffe, nach denen ich gesucht habe, enthalten. Das wäre, wenn ich nach drei Begriffen suche und ein Dokument nur einen von den drei enthält, dann nehme ich nicht nur, also ich nehme dann nicht nur die Summe der einzelnen Treffer, sondern multipliziere das dann noch mit der Anzahl der Treffer, die darin vorkommen. Also wenn nur einer von meinen drei Begriffen vorkommt, dann multipliziere ich das mit einem Drittel. Wenn alle drei vorkommen, multipliziere ich das halt mit drei Dritteln und das bleibt der originale Wert. Also ich möchte die Dokumente belohnen, die möglichst viele meiner Begriffe enthalten. Und dann kann man das Ganze noch zusammen in einer großen Formel, das ist dann die Practical Scoring Function, die schaut dann so aus, dass wir haben jetzt alle Begriffe davon eigentlich durchgemacht, das ist nur die große Formel, wie das dann im Hintergrund zusammen ausgerechnet wird. Das ist es eigentlich. Man kann das Ganze dann auch noch selbst beeinflussen, also wenn man sagt, ich habe zum Beispiel eine Spalte in meinem Dokument, die irgendwie wichtig ist, das könnte dann sein das Datum, zum Beispiel möchte ich sagen, relevante Dokumente sollen höher gewichtet sein als ältere Dokumente. Oder ich habe sowas wie Likes oder die Anzahl der Kommentare. Und ich sage dann, Dokumente, die mehr Likes oder mehr Kommentare haben, sollen auch höher gewichtet sein. Dann könnte ich mir das mit einer eigenen Funktion auch einrechnen lassen in diesen Faktor. Und ich könnte das dann entweder mit dem Score vereinen oder ich könnte dann nur auf diesem Feld agieren. Und zum Beispiel könnte ich das Decaying machen auf Geo oder Date. Also ich kann dann die verschiedensten Dinge zusammen kombinieren und das beliebig komplex machen.
Kann dann von der Performance ja nicht ganz, oder ist dann teilweise ein bisschen schlechter von der Performance, weil ich muss dann alle relevanten Dokumente mehr oder weniger angreifen und mir das ausrechnen, aber ich kann da beliebig komplexe Algorithmen zusammenbauen, um das zu berechnen. Das ist das Einfachste, was man mehr oder weniger machen kann, ist, man kann einen Random Score machen und sagt dann, gib mir einfach einen Random Score und finde das, wo Father vorkommt. Und dann wäre einmal das eine wichtiger und das andere, einmal das andere nur zum Beispiel. Also wir können das ganz schnell ausprobieren. Wenn ich das finde, hier Random Score, da haben wir, diesmal ist das No oben und die wechseln dann einfach und kriegen irgendeinen zufälligen Score. Wann könnte das praktisch sein? Irgendwelche Ideen? Also es gibt, der gängige Anwendungsfall ist normalerweise, ich habe ein sehr großes Datenset und ich möchte irgendein Sample haben. Also ich möchte 5 zufällige Dokumente haben und dann lasse ich sie mir einfach zufällig sortieren und gebe mir einfach 5 aus. Dating-Webseiten, okay, ja, kann man natürlich auch. Tinder ist durchaus ein großer User von Elasticsearch, also das ist nicht die ganz falsche Richtung. Die Kollegen haben auch immer wieder interessante Geschichten zu erzählen, wenn sie sagen, sie sind dann auf irgendwelchen Dating oder was auch immer für Plattformen. Sie haben gesagt, die haben dann auch die interessantesten Synonymelisten für was die Leute so suchen oder nicht suchen oder haben wollen und so. Also da kann man dann Dinge sehen, die man eigentlich gar nicht sehen möchte, ja. Das andere, wo das Ganze sehr praktisch ist, wenn man eine Konferenz sponsert, das machen wir auch manchmal, und dann einen Preis verlosen möchte, kann man einfach alle Leute eintragen, die mitgemacht haben, sagt dann Size 1, also so wie ein Limit in SQL, und Random Score, und da ploppt dann ein glücklicher Gewinner heraus. Und ich hoffe, dass wir das richtig alles initialisieren und nicht immer dasselbe gewinnen. Aber gefühlt ist es von der Zufälligkeit her schon so, wie es sein sollte. Das, was wir immer wieder sehen, was die Leute machen, ist, ich möchte dem Score einen Prozentwert geben. Wie gut ist jetzt mein Treffer? Wie gut ist diese Qualität? Was ist jetzt ein 100% perfekter Treffer gegenüber einem 50% oder nur halb so guten Treffer? Und das ist etwas, was praktisch nicht funktioniert. Es gibt da dieses schöne Zitat auf der Lucene-Webseite, it's not going to end well. Ich werde es auch gleich erklären, warum. Also generell, den Score sollte man nur immer innerhalb einer Query betrachten. Das ist ein relevantes Ranking innerhalb von einer Query, aber auch Scores quer über verschiedene Queries zu vergleichen, ist generell nicht so sinnvoll. Wir wollen uns jetzt ein Beispiel anschauen. Wir nehmen jetzt den Satz, these are my father's droids. Was bleibt da über? My father, dad. Da sieht man hier, das ist ganz genau, was passiert. Das ist ein Synonym. Und dann Droid steht da auch drinnen. Das heißt, wir werden das Ganze einfach speichern. Und dann suchen wir My Father's Droid. Und das schaut eigentlich aus wie der Ideal, also das Dokument, das wir gerade eingefügt haben. Und diese Queries sind eigentlich ein 100% Overlap. Weil alle Tokens, die jetzt in meiner Suchquery drinnen stehen, stehen auch in diesem vierten Dokument drinnen, das ich gerade gesucht habe. Das heißt, da wäre jetzt die Annahme, das ist ein 100% Dokument, oder? Ja. So. Was passiert, und das ist dann so, und das hat dann den Wert von 2,3 irgendwas. Und jetzt können wir sagen, 2,3 irgendwas ist 100%. Gut. Was passiert, wenn wir jetzt das Dokument 4 löschen und dann diese Query suchen? Dann ist plötzlich das beste Resultat, das wir da herausbekommen, hat dann 0,4 irgendwas. Ist das jetzt dann ein 18% Match oder ist das ein 100% Match? Weil das ist ja jetzt wieder das aktuell beste Ergebnis. Und was passiert, wenn wir dann sagen, wir fügen ein neues Dokument ein und das hat These Machines are my father's droids. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert, aber da haben wir Machine und Droids sind ja Synonym und dann father's, das heißt, die kommen mehrmals vor und dann suchen wir wieder my father's droids. Und dann haben wir plötzlich diesen Wert hier. Ist das dann ein 105% Treffer oder wie geht das mit diesem Prozent? Alles mit dem Prozent funktioniert einfach so nicht. Es klingt zwar sehr gut, aber es ist in der Praxis einfach nicht sehr zielführend. Nicht gut. Allgemeine Fragen, die wir oft bekommen. Was kann ich jetzt mit PHP machen? Also einerseits, wir haben diesen Low-Level-Client, den man verwenden kann. Ob man das möchte, ist er ist halt ein bisschen roh. Also der macht primär Discovery des Clusters und findet dann alle Nodes und kann connecten und reconnecten und meine Requests absetzen. Ist aber ein bisschen roh in der Verwendung. Ein anderer Kollege macht dann, der arbeitet auch für Elastic, den Client Elastica. Das ist dann sozusagen ein Higher-Level-Client rund um diesen Low-Level-Client. Wer im Symfony-Umfeld arbeiten möchte, da gibt es dieses ONGR Elasticsearch, da gibt es ein Symfony-Bundle und dann haben die eine nette Query-DSL da auch noch drauf gestülpt. Also das ist wahrscheinlich die netteste Art und Weise, damit schnell zu arbeiten.
Und das verwendet aber unseren Low-Level-Client im Hintergrund dann auch wieder. Also es baut dann alles auf diesen HTTP-Client im Endeffekt, der das dann im Hintergrund hin und her schickt auf. Die nächste Frage, die oft aufkommt, ist, wie sieht es denn mit der Performance aus? Haben wir irgendwelche Benchmarks mit Konkurrenten? Und da habe ich meinen Lieblingscomic dafür. Das ist das, was passiert, wenn irgendjemand Benchmarks mit irgendwem anderen macht. Unter genau gleichen Bedingungen, man muss nur die richtigen Bedingungen finden. Und mein Lieblingsbeispiel dazu war, ich glaube, es haben irgendwann MongoDB, Cassandra und Couchbase haben immer Benchmarks mit den anderen beiden gemacht und innerhalb von ein paar Monaten hat das jeder von den drei gemacht und dann hat jeder ein Szenario gefunden, wo er mindestens doppelt so schnell war wie die beiden anderen. Und das ist so circa das, was bei all diesen Benchmarks herauskommt. Also Benchmarks kann man immer nur für seinen konkreten Anwendungsfall machen. Wir machen intern sehr viele Benchmarks, um einfach zu sehen, ob wir gegen unsere alten Versionen nicht schlechter werden, sondern eher besser und wo man was verbessern kann. Aber Benchmarks gegen andere Produkte sind immer so ein bisschen, ja, sowas. Und dann, das ist auch eine sehr schöne Frage, wenn dann diese Leute sagen, aber ich habe 1 Million, da machen sie eine kurze Pause, Dokumente. Das ist das, was Elasticsearch mehr oder weniger zum Frühstück ist. Also wenn ihr so ein Problem habt, wo ihr irgendwie Millionen Dokumente habt, das ist super. Irgendein Kollege hat das letztens so schön ausgedrückt, das sind die Kunden, die wir knuddeln können. Weil da kann mehr oder weniger nichts schief gehen, das passt möglicherweise noch in Memory. Also da würde ich keine großen Performance-Bedenken haben. Wenn ihr dann irgendwo so im, keine Ahnung, Terabyte-Bereich seid, dann können wir wieder weiter reden, wie wir das Ganze besser machen. So, zeitmäßig sind wir auch gut dabei. Wir haben jetzt gesehen, Speichern ist ein bisschen komplizierter als bei einer relationalen Datenbank oder Datenbank allgemein, weil man eben ein bisschen mehr Arbeit macht, aber man macht am Anfang sozusagen mehr Arbeit, damit man nachher weniger Arbeit hat und effizienter suchen kann. Wir haben uns angeschaut, wie das ganze Scoring funktioniert. Gibt einen Haufen Möglichkeiten. Es ploppt dann eben dieser magische Wert heraus. Wenn man dann nachrechnet, kommt man, glaube ich, auch auf ihn. Ich versuche aber normalerweise auch nicht selbst nachzurechnen, weil gerade wenn man mehr als 3 Dokumente hat, wird das dann relativ kompliziert, alles selber auszurechnen. Das macht zum Glück Lucene für uns und macht da einen ziemlich guten Job. Genau, das sage ich dann auch immer dazu. Wir haben dann noch, falls man Logs und Metriken und sonstiges hat, kann man den Stack auch noch für anderes verwenden. Da kommen dann hübsche Dashboards etc. heraus. Das ist auch genau diese E-Commerce-Seite, die ich jetzt am Anfang hergezeigt habe. Da würde man zum Beispiel sehen, keine Ahnung, Produktbewertungen, Käufe, Traffic, bla. Also das kann man alles dann auch sehr schön mit dem Stack abbilden. So. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? So, und bevor jetzt alle verschwinden, ich mache dann immer ein Foto mit meinem Publikum, damit ich meinen Kollegen zeigen kann, dass ich heute gearbeitet habe. Weil die wissen eigentlich gar nicht, wo ich bin. Oder das normalerweise ist das so. So, alle lächeln bitte. So, jetzt komme ich auf die andere Seite auch noch. Sehen wir diese Zweiteilung hier? Zwei-Klassengesellschaft. So, Fragen. Ich bin auch nachher noch, zumindest die nächste Kaffeepause da, also wer sich nicht traut, öffentlich zu fragen, ich bin nachher noch da. Also du hast ja gesagt, dass es Prozente machen wir nicht und so, ist es denn mit so einem Minimum-Score, wenn du sagst, in der Anwendung, okay, ich will eine gewisse Qualität sichern und alles, was drunter ist, braucht die User gar nicht mehr anzeigen, dass es relevant ist? Ja, also es gibt, man kann das an geben, um sozusagen dann sozusagen diesen Longtail an sehr schlechten Resultaten kann man abschneiden, kann man machen. Standardmäßig bekommt man aber nur die Top 10 Resultate zurück von Elasticsearch. Also die Standard Query, wenn man keine Size angibt, würde dir 10 Resultate geben. Du kannst dann aber trotzdem sagen, die ab einem gewissen Wert sind möglicherweise sehr schlecht. Wobei, was dann schlecht ist, ist leider sehr abhängig von deinen Daten und deinen Queries. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, okay, schneide immer bei 0,1 ab, weil dann sind die Ergebnisse schlecht. Scoring ist leider komplizierter und sehr abhängig von deiner Domäne. Das macht aber Suche auch wieder zu einem interessanten Problem. Weil die Technik ist eigentlich relativ einfach. Also es gibt noch ein paar mehr Features, es sind noch ein paar mehr Features in den Slides, wenn ihr sie nachher sehen wollt. Aber die Technik haben, glaube ich, alle innerhalb von 3 Stunden verstanden. Das Optimieren für den Anwendungsfall kann dann aber Wochen oder Monate dauern. Also ja, kann man abschneiden, aber es gibt jetzt nicht so diesen Wert, ab da ist es sinnvoll. Wie auch immer. Du hattest gezeigt, in dem Result-Set oder generell kann ich auch die Quotes abfragen, was eigentlich mein Originaldokument ist, bevor es tokenized wird, etc., weil ich das richtig verstanden habe. Also ein Teil des Originaldokuments?
Das ist ein Teil, also ich habe... Die Quote ist einfach, du gibst halt 2, 3, 4, wie auch immer viele Tokens deine Phrase sind, ja. Und die müssen genau in dieser Reihenfolge irgendwo im Dokument stehen. Nee, ich meine Quote, also in dem Feld Quote hattest ja. Du in dem Result-Set das Originaldokument mit dem untokenized Inhalt, mit dem HTML-Tag, EM-Tag... Ah, das Original, die Source. Das Source, okay. Sorry. Okay. Das Source, genau. Okay. Ja, das ist das Originaldokument, ja. Genau, das heißt, Lucene beispielsweise also legt dann tatsächlich das komplette untokenized Originaldokument auch auf dem Dateisystem ab. Standardmäßig speichert das Source mit. Falls du aber weißt, du brauchst Source nie, kannst du es aber deaktivieren. Okay. Willst du aber aus zwei Gründen nicht machen. Das erste ist, Highlighting funktioniert nur, wenn du Source hast. Mhm. Das zweite ist, du willst dann oft an dieser Analyse irgendwas ändern und dann musst du einen Reindex machen. Dann musst du die Dokumente neu einspielen und mit dieser neuen Analyse einfach durchlaufen lassen. Das kannst du auch nur machen, wenn du Source hast. Normalerweise sind Suchanwendungsfälle so klein, dass dir das egal ist. Dass die Hardware einfach so billig ist, dass du das in Kauf nimmst. Weil selbst wenn du einen Suchanwendungsfall hast, der 100 GB hat, was schon riesig ist im Verhältnis, ist das eigentlich hardwaremäßig sehr billig. Log-Anwendungsfälle sind dann möglicherweise was anderes, wo du dann keine Sourcen haben möchtest, weil du die nicht neu analysierst oder so. Also ja, du kannst es deaktivieren, aber für den Suchanwendungsfall wäre es eher ungewöhnlich oder hat halt Trade-offs auch. Kannst du, ist aber vielleicht nicht, was du willst. Das heißt dann, wenn ich den Source in meinem Lucene-Index habe, dann kann ich, was du meintest, durch neue Regelwerke einfach den Index neu aufbauen lassen, ohne dass ich nochmal irgendwie ja, die API musst es schon, ganzen Kram reinpushe. Du musst es schon neu machen, aber es gibt eine Reindex-API. Im Endeffekt nimmt er dann alles, was in einem Index steht und spielt das dann in einen neuen Index einfach mit diesen neuen Regeln ein. Mhm. Weil das Problem ist, sobald du irgendwas änderst, also du kannst immer ein Feld hinzufügen, aber du kannst sonst nichts ändern, weil die Analyse ist ja dann angenommen, du würdest die Sprache von einem Feld ändern, das gilt dann zwar für alle neuen Dokumente, aber die alten sind dann falsch analysiert, die könntest du nie wieder finden. Deshalb musst du immer alles neu, wenn du irgendwas an der bestehenden Analyse änderst, musst du immer alles neu durchspielen, damit er das neu richtig analysieren kann, sonst wirst du es nachher nicht mehr sinnvoll finden. Mhm. Okay, danke. Gerne. Ja, zeitmäßig sind wir, oder letzte Frage, wenn es kurz ist, und dann sind wir, glaube ich, durch. Kannst du noch was zu Skalierung, also Clustering, erzählen, was so die Best Practices sind, also H-Proxys davor oder ja, es skaliert. Cachen? H-Proxy davor ist eigentlich, kannst du machen, ist aber normalerweise nicht so notwendig. Also wir haben, es gibt einen eigenen Node-Typen, das ist die Client-Node, das ist, wir nennen das immer Smart Load Balancer. Der weiß dann, mehr oder weniger mit dem kannst du deine Applikation reden und der weiß dann, wo alle Daten sind, die du für eine Query brauchst und der geht dann genau zu den Nodes, sammelt sich das zusammen und gibt dir dann das Result-Set zurück. Also normalerweise, du kannst schon irgendeinen Proxy davor noch verwenden, möglicherweise um Security zu machen oder so, aber sonst ist es eigentlich nur ein unnötiger Hop und irgendein zusätzliches Ding, das du betreiben musst. Also der Cluster sorgt selber für Hochverfügbarkeit und solange dein Client mindestens eine verfügbare Node erreicht, wird es weiterhin funktionieren. Also ja, kannst du Load Balancen, aber außer dass irgendwie ein spezieller Anwendungsfall sollte es eigentlich nicht notwendig sein. Und Skalierung, ja, also Suchanwendungsfälle sind normalerweise nicht so groß. Also Suchanwendungsfälle sind irgendwie so 3 für Hochverfügbarkeit bis 10, maximal 20 Nodes. Ich glaube Wikipedia ist ein großer User, die haben, ich weiß gar nicht, haben die 40 Nodes oder so, aber Wikipedia ist ja schon eine riesige Seite, also sowohl von den Dokumenten als auch von den Anfragen her. Logging ist normalerweise größer, da gibt es Klasse, die haben irgendwie 100 bis 200 Nodes. Das funktioniert alles, aber damit, ich glaube, den Suchanwendungsfall gibt es nicht momentan, wo wir 200 Nodes brauchen, oder das wäre sehr speziell. So, danke und sonst für Fragen stehe ich nachher noch zur Verfügung.